Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Oh, hey, was stinkt denn hier so? Hast du gepfurzt, Elvis? Ich bin der Teufel. Und wo der Teufel ist, riecht es nach Schwefel. Hier siehst du meine Hörner. Ja, das weiß ich schon, dass du Hörner hast. Aber du, der Teufel, der hat ja eigentlich auch einen Pferdefuß. Aber bei dir sehe ich eigentlich nur Schafsfüße. Boah, Mann, ey, bist du kleinlich, Alex. Zur Strafe gibt's noch mal eine Ladung Schwefel. Also, Alex, so als Teufel, da kann man ja auch singen, oder? Ja, klar. Halt nicht so schön wie die Engel, aber es gibt ja zum Beispiel den Tritonus, den fiesen Klang des Teufels. Nee, es klingt voll gut. Der fiese Klang des Teufels. Ja, so ähnlich. Also der Tritonus, das sind eigentlich zwei Töne, die zusammen richtig schief klingen, ja, also so. Und im Chor der Engel wollte sich auch mal der Teufel einschleichen. Seine Hörner hatte er unter einer langen blonden Perücke versteckt und mit einem langen weißen Gewand um die Schultern und mit angeklebten Federflügeln, da wollte er bei der Probe mitmachen. Aber mit seinen Teufelstönen, da hat er schlechte Karten gehabt. Der Chormeister Harmonikus, der ist nämlich richtig streng und lässt keine falschen Klänge durchgehen. Sehr gut, sehr gut. Es ist einfach schön, euren wunderbaren Engelstimmen zuzuhören. Heute ist übrigens ein besonderer Tag. Wir bekommen nämlich Verstärkung. Drei junge Engel haben sich angemeldet, die in den großen Chor der Engel aufgenommen werden wollen. Ach, da kommen sie ja schon. Ihr dürft gleich anfangen mit dem Vorsingen. Der erste auf meiner Liste hier ist Angelus. Von dir hat mir Meister Serafinus vom Engelsschulchor schon viel Gutes erzählt. Bitte, sing vor. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Sehr gut. Willkommen im großen Chor der Engel. Ab heute bist du mit dabei. Wer ist der Nächste? Cherubinus. Schön, dass du da bist. Auch dich hat Meister Serafinus sehr gelobt. Lass deine Stimme hören. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Sehr schön. Auch du wirst neues Mitglied im großen Engelschor. Freut uns sehr. Und wen haben wir hier noch? Diabolus? Von dir habe ich noch nie gehört. Ich komme von weit her, bin neu hier im Himmel. So? Ich wusste gar nicht, dass es anderswo auch Engel gibt. Na egal, Hauptsache du kannst singen. Lobe den Herrn. Stopp! Das ist ja grässlich falsch. Sag bloß, du kennst das Lied nicht.
Lobe den Herren, den Mächtigen. Nochmal, Diabolus. Lobe den Herrn. Nein, immer noch falsch. Da fallen mir ja die Ohren ab. Also, ich finde, es klingt so viel besser. Lobe den Herren, den... Was ist das überhaupt für ein komischer Sprung zwischen den beiden Tönen? Hör mal, wie es richtig geht. Ach, göttlich. Das ist ein himmlischer Klang. Hörst du? So rein. So perfekt. Oder auch das hier. Das klingt auch gut. Aber doch nicht irgendwo dazwischen. Ihr meint so? Aufhören! Sofort! Dieser grässliche Klang, das ist gegen die göttliche Harmonie. Das ist doch keine Musik. Das ist Ohrenquälerei. Lärm. Höllenlärm. Mit der Hölle hat der gute Meister Harmonikus durchaus nicht ganz unrecht. Und ich bleibe dabei, Meister Harmonikus. Mit meinem Klang kommt endlich mal Schwung in eure langweilige Musik. Lobe den Herrn. Das reicht! Raus hier! Wer gegen die himmlischen Harmonien verstößt, hat im Engelschor nichts verloren. Na, warte. Diesem Meister Harmonikus werde ich es noch zeigen. Wenn er glaubt, den Teufel aus der Musik verbannen zu können, dann hat er sich getäuscht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann geht es dort drüben zur himmlischen Musikbibliothek. Noten. Noten, nichts als Noten und jede Menge Staub. Wird Zeit, dass jemand mal Schwung in diese verstaubte Musik bringt. Fangen wir beim guten alten Johann Sebastian Bach an. Der hat doch so viel Musik für die Kirche geschrieben. Ja, und da und auch dort. Ein paar Noten verändert und schon findet sich mein Teufelsklang in Bachs göttlicher Musik. Und hier haben wir etwas von Felix Mendelssohn Bartholdy. Elias. Was? Ein Musikstück über einen alten Bibeltext? Das ist doch genau das Richtige für mich. Ein bisschen teuflische Musikzutat hinein. Und wen haben wir hier? Frédéric Chopin. Irgend so ein Klavierspieler. Mal sehen, ob ich da meinen teuflischen Lieblingsklang nicht auch unterbringen kann. Ich werde ihn übrigens Tritonus nennen. Der gute Meister Harmonikus wird Augen machen, wenn er hier das nächste Mal irgendwelche Noten aufschlägt. Dann wird er sich denken, na, vielleicht hatte der Diabolus doch nicht so ganz unrecht mit seinen schrägen Tönen, wenn selbst die großen Komponisten seinen Teufelsklang in ihre Noten übernommen haben. Lobe den Herrn, den... Der Tritonus, der Teufelsklang, kommt in ganz vielen Kompositionen vor, vor allem dann, wenn es vom Text her auch irgendwie um den Teufel geht oder um Krankheit, Leid, irgendwas Böses oder Schlechtes halt. Und der Name Tritonus, der kommt übrigens daher, dass der Abstand dieser zwei Töne, die diesen schrägen Klang ergeben, genau drei Ganztöne sind. Also jetzt nehme ich immer meine Ukulele und wenn ich zum Beispiel jetzt mal mit dem C anfange, ja, also C, dann einen Ganzton hochgehe, zwei Ganztöne, drei Ganztöne, dann habe ich den Tritonus. Jetzt du, Elvis. Mäh, mäh.
Ja, langsam wird's schon. In der nächsten Musik hört man den Tritonus auch besonders gut. Dauert ein bisschen, bis er kommt, aber ja, schaut mal, ob ihr ihn erkennt. Jetzt, wo ich als Teufel leider nicht so gut ankomme, habe ich mir gedacht, gehe ich eher so in Richtung Dämon. Dämon? Ja, du wärst dann von mir besessen und würdest dann mit meiner Stimme sprechen. Ach, du liebe Zeit. Das können wir doch mal ausprobieren. Ja. Also ich würde dich jetzt mal besetzen, okay? Und dann musst du mit meiner gnadenlosen Stimme sprechen. Okay, ich probier's mal. Leute, naja. Ich hab Hunger. Mhm. Wo gibt's was zu essen? Ey, ich hab vor 2 Minuten das letzte Mal gefrühstückt und ich brauch wieder was zwischen die Zähne. So ungefähr jetzt? War doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, ja, Alex, so ungefähr. Ja, ja, üb mal noch ein bisschen. Was ich noch sagen wollte für unser Rätsel nachher, solltet ihr euch schon mal auf jeden Fall Stift und Papier organisieren. Das braucht ihr heute auf alle Fälle. Heute wird nämlich dann teuflisch fies gerechnet. So, und jetzt zu dir, Elvis. Also, wenn es bei dir jetzt ja so in Richtung Dämon gehen soll, dann wäre ja die Dämonenschule genau das Richtige für dich. Ja, klar. Also, dann könnte ich dann vielleicht gleich mal 2 Klassen überspringen, meh. Ja, oder halt 1 Klasse wiederholen. Ah. Ja, oder nachsitzen, so wie die beiden Dämonen Gugul und Nasszell. Die sollen eigentlich Böses tun. Halt so in andere Leute reinfahren, damit die dann so komisch sprechen und so, ja, oder? Ja, genau. Aber die haben in letzter Zeit irgendwie kein Glück gehabt. Ihre Aufträge sind voll in die Hose gegangen. Jetzt müssen die beiden nachsitzen. Sie bekommen eine extra Runde Dämonenunterricht. Bis es losgeht, müssen sie noch vor der Tür warten. Und? Hast du auch Blödsinn gemacht? Wie Blödsinn? Alter, ich bin ein Dämon. Ja, ja, eh klar. Bin ich auch, Mann. Aber warum bist du dann hier? Ich hab einen Besessenheitsauftrag vergeigt. Also doch Blödsinn. Du passt bloß auf, du. Ein paar meiner Zauberkräfte habe ich noch. Also, ich sollte ja jemanden erschrecken, ja? Aber dann kam alles ganz anders. Echt, oder? Ja, echt. Ich habe mich in so einem Haus eingenistet, bei einer Familie, und wollte das ganze Programm abfahren. Also, Türen fallen zu, Stühle rücken von alleine im Raume herum, Tische wackeln, Geisterstimmen flüstern böse Sachen. So Zeug halt. Ha, die Poltergeist-Nummer, ja. Funktioniert ja eigentlich immer ganz gut. Und? Die saßen alle auf dem Sofa, hatten ihre Handys in der Hand und Kopfhörer auf, haben Videos geschaut und Musik gehört. Voll die Handy-Freaks, oder? Ich hab mir so krass einen abgerödelt. Die Türen zugehauen, bis die Klinken abgefallen sind, Stühle durch die Luft sausen lassen und sämtliche Bilder von der Wand geschubst. Wir haben nichts gecheckt. Voll blöd, ey. Und dann? Dann habe ich mich vor der Katze erschreckt und bin abgehauen. Vor der Katze. Ja.
Und was war jetzt mit deinem Besessenheitsding da? Ach so, ja. Das war halt auch so ein bisschen Panne. Ich sollte von einem Mann so Besitz ergreifen, also in ihn reinfahren, damit er dann so mit böser Stimme spricht, so, ich bin das Böse. Cooler Auftrag. Ja, cool, aber leider habe ich es etwas verpeilt und bin dann direkt in seinem Meerschweinchen gelandet. Und? Das hat dann so gesprochen. Ich bin das böse Meerschweinchen. voll die Lachnummer halt. Boah, peinlich. Bist du schnell wieder raus, oder? Aber hallo. Ich glaube, wir sind dran. Hoffentlich dauert's nicht so lang. Ich hab Hunger. Diese Musik ist auch dabei in einem Konzert des Münchner Rundfunkorchesters, die war von Benjamin Britten. Und für dieses Konzert verlosen wir heute Karten. Das Konzert heißt Very British und das ist am 16. Februar, das ist ein Samstag um 11 Uhr vormittags in der Philharmonie in München. Und zusätzlich gibt es für alle Gewinner heute Teufelshörner zum Aufsetzen, so aus Haarreif. Findest du auch gut, Elvis, ja? Voll ja. Cool. Vielleicht bleibt der einer übrig für dich. Auch für den Fasching ganz praktisch. Also, jetzt öffnen wir sie mal. Unsere Rätselkiste! So, Elvis, kleine Rechenaufgabe für dich. Mhm. Wenn du jetzt 7 Karotten hast und jemand tut nochmal 7 Karotten dazu und 10 Äpfel und 2 Torten, was hast du dann? Einen schönen kleinen Snack für zwischendurch, würde ich sagen. Ja, das ist auch eine Logik. Rechenaufgaben sind teuflisch schwierig, finde ich. Ja, ihr aber bestimmt nicht, hoffe ich. Jetzt gleich werden wir nämlich einen Teufel beim Erstellen extra fieser Rechenaufgaben belauschen. Wer sie lösen will, der sollte sich seinen Stift und sein Papier zur Hand nehmen. So, viele Kinder kann man ja so großartig mit Sachaufgaben quälen. Da kommen die immer so richtig in Schwitzen. Manche verzweifeln auch himmlisch, ich meine teuflisch. Also zum Beispiel sowas. Wir Teufelchen hier unten in der Hölle haben alle normalerweise 2 Hörner, 2 Hufe und einen Schwanz. Momentan sind wir 1, 2, 3, 15, 33 Teufel hier. Schöne Zahl. Wie viele Hufe, Hörner und Schwänze sind das? Also alles zusammen, wenn man bedenkt, dass ein Teufel neulich bei einer Schlägerei eines seiner Hörner verloren hat und jetzt aussieht wie ein Einhorn. Also wie war das? 33 Teufel sind es und es geht immer um 5 Körperteile. 2 Hörner, 2 Hufe, ein Schwanz. Aber einer hat nur ein Horn. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Also ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, also vielleicht habt ihr zu Hause noch eine andere Methode, wie man das ausrechnen kann. Ruft an und sagt mir euer Ergebnis. Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Hallo, hier ist Eva. Hallo Eva, bist du mitgekommen im Rechnen? Ja. Okay, wie lautet denn die Lösung? 164. Jawohl. Bravo. Yeah.
Gut, du dann schaust mal, ob du da irgendwie Zeit hast, zu dem Konzert zu gehen. Ja. Wohnst du in der Nähe oder wohnst du in München? Ja. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann guckst du mal und wenn nicht, dann kriegst du irgendwas anderes, ja? Ja. Bist du sonst auch gut im Rechnen? Hast du das jetzt so schnell mal so im Kopf gemacht oder? Also grundsätzlich bin ich nicht so besonders gut im Rechnen. Nur habe ich das gerade auf dem Blatt gerechnet, deswegen ging es ja halt sehr schnell. Ja, musste ja auch schnell gehen, ne? Damit man dann irgendwie einer der Ersten ist. Gut, Eva, bleib dran und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Gerne, ciao. Alex, ich glaube, ich hab's. Es sind 14 Karotten, 10 Äpfel und die Torten hätte ich in der Zwischenzeit schon aufgegessen. Elvis, aber jetzt sind wir doch schon bei den Teufeln. Ja, ja, schon klar. Mich interessiert das mit dem Essen halt doch viel, viel mehr. Na, also Achtung, jetzt seid ihr wieder dran, fertig machen. Jetzt kommt das nächste Rätsel. Jetzt müsst ihr gleich eine Zahlenreihe vervollständigen. Was auch so richtig fies und gemein ist, sind Zahlenreihen. Also, da gibt's ja die simplen. 2, 4, 6, 8, langweilig. Aber ich wüsste doch zu gern, wer die folgende teuflische Zahlenreihe lösen kann. Achtung, los geht's. 1493, 1483, 1473, 1463 und jetzt weiter bis 1393. Hm, 1493, 1483, 1473, 1463. Wie zählt man da jetzt weiter bis 1393? 1393. Ruft an unter der 0800-8080-303. Ich sag's nochmal. 0800-8080-303. Hallihallo, mit wem spreche ich jetzt? Hallo, hier ist der Nick. Hallo, Nick? Ja. Ja, gut, du bist dabei. Also, wie zählt man weiter? Man steht bei 1463 und dann? 1453, 1443, 1433, 1423, 1413, 1403, und 1393. Ja, super. Und wie lautet die Rechenregel, die dem zugrunde liegt quasi? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also ich habe so im Kopf gerechnet, so aufgeschrieben. Also was muss man immer machen, damit man die nächste richtige Zahl kriegt? Immer 10 runtergehen. Genau. Ja, sehr gut, Nick. Wie alt bist du? Ach, ich glaube, er ist rausgeflogen aus der Leitung, der Nick. Ich hoffe, wir haben seine Telefonnummer. Ansonsten würde ich dich bitten, Nick nochmal kurz anzurufen. Und wir machen jetzt einfach mit dem nächsten Rätsel weiter. Jetzt wollte ich noch ein bisschen quatschen, aber na gut. Jetzt wird's so richtig fies. Ihr müsst euch jetzt erstmal was aufschreiben. Und zwar hat jetzt gleich jede Zahl einen Buchstaben bei uns. Es geht los mit der 1. Die 1 ist das A. Schreibt da auf. 1 ist gleich A. 2 ist gleich B. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? 3 ist gleich C, 4 ist gleich D, 5 ist gleich E, 6 ist gleich F, 7 ist gleich G. Also es geht so weiter, das ganze Alphabet. Dann bis zur 26, das ist das Z. Also genau, ihr müsst doch irgendwie das ganze Alphabet aufschreiben und dann hat jeder Buchstabe hat seine Zahl. Das ist das Erste, was ihr wissen müsst. Und dann müsst ihr noch wissen, was eine Quersumme ist. Ich sag's euch mal, vielleicht habt ihr es auch schon gelernt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt 333 haben, das sind 3 Dreier nebeneinander, ja, 3, 3, 3, also man sagt 333 und die Quersumme ist dann einfach 3 plus 3 plus 3, also die drei Zahlen einfach zusammenzählen und da kommt raus 9. Und 9 ist bei uns dann ja der Buchstabe I. So, das wäre dann quasi der Buchstabe. Boah, also das war jetzt noch leicht, aber jetzt wird's richtig teuflisch.
Hohoho, bisher war das ja nur Pille-Palle. Jetzt wird's so richtig gemein. Jetzt muss man nämlich Quersummen bilden. Ich liebe Quersummen. Jede Quersumme ergibt eine neue Zahl. Und diese Zahl, das ist so super genial, oberfies. Jede Zahl steht für einen Buchstaben im Alphabet. Also 1 für A, 2 für B, 3 für C und so weiter eben. Und jetzt die hinterhältige Rechenfrage. Welches Wort entsteht, wenn man die Buchstaben, die sich aus den Quersummen ergeben, aneinanderreiht? Na? Gar nichts verstanden? Gut so. Also, jetzt sage ich die Zahlen, aus denen man die Quersummen bilden soll. Die erste Zahl heißt 3555. Ja, 3555. Wunderschöne Zahl. Die ergibt also als Quersumme eine neue Zahl. Und diese Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben. Aber jetzt zur zweiten Zahl. Die zweite Zahl heißt 1. Naja. Aber die dritte Zahl heißt 2478. Haha! Was ist die Quersumme von 2478? Und jetzt die vierte Zahl. 111. Hm, viel zu einfach. Mist. Aber jetzt die letzte Zahl. 2312. Jawohl, 2312. So, und welches Wort aus dem Alphabet haben wir jetzt? Das weiß keiner. Oi, 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 Mann, ey, ich bin draußen, Alex, ohne mich. Ich geh und zähle meine Hörner. Meh. Ja, macht es, Elvis, aber ihr bleibt dabei. Ich sag euch nochmal die Zahlen. Also 3555. Was kommt da für eine Quersummenzahl raus? Und dann schaut mal auf eure Liste, welcher Buchstabe steht für diese Zahl, die da rauskommt. Okay, nächste Zahl ist einfach die 1. Das ist leicht. Was ist das für ein Buchstabe? Dann kommt wieder eine große Zahl, das ist jetzt die dritte Zahl, die wir brauchen. 2478, also 2478. Was ist das für eine Quersumme? Und dann, welcher Buchstabe gehört dazu? Das ist dann der dritte Buchstabe. Jetzt wieder eine etwas leichtere Zahl, 111, also 111. Was kommt da raus und was für ein Buchstabe ist das? Und die letzte Zahl, 2312, also 2312. Und dann den Buchstaben aufschreiben. Jetzt habt ihr 5 Buchstaben und daraus könnt ihr ein teuflisches Wort bilden. Wenn ihr das wisst, dann ruft mich an. 0800 8080 303. Da war jemand ganz schnell. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran? Hi, ist die Clara. Hi, Clara. Was kriegst du raus für ein Wort? Was war nochmal die zweite Zahl? Die zweite Zahl war einfach die 1. Ah, dann bekomme ich Hau raus. Das ist leider nicht ganz richtig, weil es müssen 5 Buchstaben sein. Also A und U stimmt schon mal. Ich helfe dir mal ein bisschen, weil es echt schwer ist. Du brauchst den ersten Buchstaben nochmal, der hilft dir vielleicht. Die Quersumme aus 3555, also 3 plus 5 plus 5 plus 5. Vielleicht andersrum, 5 plus 5 plus 5 und dann noch 3 dazu. Kriegst du das raus? Ja, es ist 18. Okay, hast du es irgendwie vor dir, was das für ein Buchstabe sein kann? Im Alphabet? Ja, das ist R. Das ist R, so, und jetzt? Was könnte das Wort sein? Achso, muss man da draus dann ein Wort bilden. Ja, das ist jetzt der erste Buchstabe, dann hast du die 1 und was das für ein Buchstabe ist? A. Genau. Und dann die 2478 ist U. Und die 111 sind C. Ja. Okay. Und die 2312 sind H. Und jetzt sag's mal am Stück. Die Rauch. Rauch. Ja, fit, gut gemacht. Bravo. Super. Du dann, bleib dran. Und dann besprichst du mit der Carmen, ob du ins Konzert willst. Oder wo kommst du her? Wo wohnst du? Aus,
Aus Regensburg. Regensburg ist vielleicht ein bisschen weit, schaust mal. Vielleicht macht ihr aber auch einen kleinen Ausflug, guckst einfach mal, gell? Ja. Gut, super. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao, tschüss. Ja, wie immer, wer jetzt heute nicht durchgekommen ist, haben wir echt viele angerufen, obwohl es so schwer war. Also echt Respekt. Es gibt ja auch immer noch das Online-Rätsel mit unserem Elvis. Und da gibt es jetzt eben, weil Anfang Februar ist auch gleich das ganz neue Februar-Rätsel. Da ist der Elvis irgendwie mit dem Zug in Paris oder so unterwegs. Und da könnt ihr mitmachen und ein Digitalradio gewinnen. Ja? Wisst ihr Bescheid. Was auf die Ohren! Wow, Musik von Niccolo Paganini, auf dem Banjo und der Gitarre gespielt, nicht wie bei Paganini üblich auf der Geige. Ja, der Paganini, der war ja vielen so ein bisschen unheimlich, ne? Aber die Frauen, die fanden ihn gut. Ja, ja, so ein bisschen wie bei mir. Ja, ohne Frauen vielleicht. Ja, jedenfalls, ja, war nicht so gemeint. Jedenfalls spielte der Paganini wie der Teufel und genau deshalb gab es da so einige Gerüchte, da haben die Leute so ein bisschen getuschelt, so. Wie kommt es, dass er so gut spielt? Und vor 200 Jahren hat er in Italien gelebt, der Paganini. Und die Barbara Weiß, die hat sich mal auf die Spuren von ihm gemacht. Oh, che bello. Oh, wie schön. Fantastico. Wunderbar. Incredibile. Unglaublich. Impossibile. Unmöglich. Unglaublich, ja. Unmöglich, aber nicht. Nicht für Niccolo Paganini, den italienischen Geiger. Ganz Europa tobt, applaudiert, weint vor Rührung. So hat noch nie jemand Geige gespielt. Der hat super schnell gespielt, also so unmöglich eigentlich. Immer wenn er gespielt hat, wurden die Leute sozusagen verzaubert oder fielen in Ohnmacht. Und da hat er wirklich sehr schnell gespielt und wirklich schön, ja. Dünn wie ein Gespenst, das Gesicht bleich, dazu die schwarzen Haare, ein zahnloser Mund. Eine richtig unheimliche Gestalt. Teuflisch schöne Klänge sind das. Selbst einfachste Melodien spielt er unmenschlich schön. Klänge, denen sich keiner entziehen kann. Besonders die Frauen verfallen Paganinis Spiel. Kann das mit rechten Dingen zugehen? Oder hat da nicht noch ein anderer seine Finger im Spiel? Il diavolo! Der Teufel. Hat Niccolo Paganini einen Bund mit dem Teufel geschlossen? Ist er am Ende der Teufel selbst? Vieles wird über den geheimnisvollen, genialen Geiger, den Teufelsgeiger, erzählt, der angeblich nie übt. Dass er in einer verdunkelten Kutsche von Stadt zu Stadt reist, dass es niemanden gewundert hätte, wenn er auf seinen Konzertreisen einen Sarg als Bett dabei gehabt hätte. Normalerweise waren die Saiten der einer Geige aus Tierdarm. Die Leute haben sich erzählt, dass es ist ein bisschen gruselig, also die Saiten seiner Geige aus einem Mädchendarm stammt. Angeblich isst er kaum etwas. Nur dünnen Tee nimmt er zu sich. Selbst im Sommer friert er, obwohl er immer einen Pelzmantel anhat. Auch ein Mörder soll er gewesen sein. Angeblich. Und im Gefängnis soll er gesessen sein. Knapp 200 Jahre später können wir nicht mehr herausfinden, ob das wirklich wahr ist und auch, ob er tatsächlich glücksspielsüchtig war. Wir können ihn auch nicht mehr spielen hören, denn damals gab es noch lange keine CDs oder irgendeine andere Möglichkeit, Paganinis Geigenspiel aufzunehmen. Geblieben sind uns seine Kompositionen. Bis heute eine Herausforderung für die besten Geiger der Welt.
Denn Paganini konnte zum Beispiel seine Finger besonders weit spreizen. Griffe über 4 Saiten gelangen ihm offenbar mühelos. Paganini hat mit seiner Kanone, wie er selbst seine Geige nannte, unglaubliche Sachen angestellt. Und das schon von frühester Kindheit an. Früher hat sein Vater ihn immer gezwungen, den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Geige zu üben. Als er dann 19 war, konnte er dann fliehen und hat dann angefangen mit seiner Musikerkarriere. Und hat dann erstmal nur in Italien, denn da ist er geboren, gespielt. Und weil er dann so berühmt wurde, hat er dann in der ganzen Welt und in Europa gespielt. Hore Mikro! Klassik für Kinder! David Garrett war das und der hat eine Caprice von Paganini gespielt und der David Garrett ist ja selber auch schon wieder sowas wie der neue Paganini, so gut wie der spielen kann. Einer, der auch wahnsinnig gut Geige spielt, das ist Professor Ingolf Turban, der ist auch noch Paganini-Experte, also der weiß auch noch ganz viel über sein Leben. Und dem Ingolf Turban ist vor allem wichtig, dass Paganini nicht nur irgendwie teuflisch war, teuflisch gut, sondern dass der eben auch Musik für den Himmel komponiert hat, ihr habt es eben gerade gehört. Weil die halt so virtuos waren, so schön. Und diese Susanne Michael, die hat den mal getroffen. Den Nein, den Ingolf Turban. Grüß Sie, Herr Professor Turban. Ja, grüß Gott. Sie sollen ein Teufelsgeiger sein. Aber wie ein Teufel sehen Sie jetzt eigentlich nicht aus. Sie sehen sehr nett aus, geradezu sympathisch. Sie sind groß, schlank, Sie lächeln. Warum nennt man Sie denn jetzt Teufelsgeiger? Ich denke, das kommt ganz drauf an, was ich gerade spiele. Boah, das klang jetzt schon richtig wie richtige Höllenmusik. Was war denn das jetzt? Das war das Finalstück aus den Variationen Nel cor più non mi sento von Niccolò Paganini. In diesem Stückchen habe ich im Grunde genommen so eine Mischung aus Gitarren- und Geigentechnik angewandt. Man meint ja, man würde mehrere Leute spielen hören, aber es geht doch auf einer einzigen Geige. Alle 4 Finger der linken Hand sind gleichzeitig beschäftigt und decken auch alle 4 Saiten gleichzeitig ab. Und der Bogen geht im rasenden Tempo eben über diese 4 Saiten. Wie wird man denn eigentlich Teufelsgeiger, dass man solche Stücke spielen kann? Es ist nicht nur eine Menge Lust und Spaß, es ist auch eine Menge Arbeit. Und keiner kann von sich behaupten, es in die Wiege gelegt zu bekommen. Sie spielen ja jetzt nicht nur teuflisch gut Geige, sondern Sie kennen sich auch richtig gut aus mit dem wohl berühmtesten Teufelsgeiger, den sie gegeben hat, mit Niccolò Paganini. Und der, glaube ich, der sah ja auch richtig aus wie ein Teufel. Ja, er hat sich natürlich auch sehr teuflisch angezogen, immer in Schwarz und hatte ein ganz weißes Gesicht und noch ein sehr mageres dazu, war überhaupt ein unheimlich dünner Typ. Und wenn der mit seinen schlotternden Hosen dann aufgetreten ist und seine langen schwarzen Locken irgendwie aus dem bleichen Gesicht herausgefingert hat, dann sah er schon so etwas satanisch aus. Ich denke aber, er war nicht nur Teufel, er war auch Engel, zumindest wenn er Geige gespielt hat. Jetzt hatte dieser Paganini, der vor über 200 Jahren gelebt hat, sehr viele Stücke auch für die Geige komponiert. Was ist denn dieses Teuflische an diesen Stücken? Man kann sagen, teuflisch schwer. Man hat es in dieser Schwierigkeit, aber auch in dieser Eleganz eigentlich vorher nie gehört. Es gab Ansätze und es gab tolle Geiger zu allen Zeiten. Aber einer, der
so verschroben und komisch und dürr aussah und gleichzeitig so viel konnte und gleichzeitig fast nichts darüber sprach, also nichts erklärt hat, wie er es macht, also auch seine Noten nie hergegeben hat, immer mit dem Geheimnis gespielt hat, so nach dem Motto, ich verrate nichts, es gab es nicht. War es denn auch so, dass der Paganini auch eine bestimmte Technik hatte beim Spiel? Das Enorme bei Paganini, und zwar dem Kind Paganini, war, dass er sich schon sehr früh selbst unterrichtet hat. Dass er eigentlich seine paar Lehrer, die er kurz gehabt hat, fast spöttisch abgestreift hat und gesagt hat, ich kann das selber besser. Und damit hat er sich eine völlig neue Technik angeeignet. Und er stand ja auch ganz komisch da. Die Füße, die waren ja nicht irgendwie so brav geordnet auf dem Boden, sondern der stand da wirklich wie eine tanzende Spinne. Die ganze Haltung, und da habe ich einige Ölbilder darüber auch genau angeschaut, diese Bilder, die zeigen eigentlich, wie sehr er seine ihm eigene Technik hat anwenden können, indem er nicht so gerade dastand, sondern indem er zum Beispiel die Arme verdreht hat, die Ellbogen verdreht hat, bis er eben zum Beispiel die unerhörtesten Griffe für die linke Hand hat greifen können. Was ist denn jetzt so ein bestimmter schwerer Griff von Paganini, der so richtig teuflisch kommt? Also zum Beispiel habe ich jetzt mal alle vier Finger der linken Hand auf alle vier Seiten verteilt und heraus kommt ein sehr gespreizter Griff, zum Beispiel. Da haben wir also C, A, wieder A und ein C wieder. Das ist eine enorme Spannung für die Hand. Kriegt man denn da eigentlich Muskelkater, wenn man das jetzt noch spielt? Wie ist das bei Ihnen? Wenn man es falsch macht, kriegt man Muskelkater. Aber wenn man es locker genug macht, kriegt man nie Muskelkater. Nur irgendwann ist der Kopf mal müde. Ist es dann auch so, dass die Teufelsgeiger besonders schnell auch spielen? Besonders schnell viele Töne hintereinander? Nee, ist es nicht. Ich glaube, das wird immer damit verbunden. Teuflisch gut, es kann ja genauso gut sein, himmlisch gut, ist einfach eine Extremform von Ausdruck. Und Paganini hat, und das darf man nie vergessen, nicht einfach nur schnell gespielt, sondern der hat die Herzen angerührt. Und er hat irrsinnig ausdrucksvoll gespielt und sein ganzes Leben in die Geige gesteckt. Und zwar wirklich mit Haut und Haaren. Musik von Niccolò Paganini. Ein Ausschnitt aus seinem ersten Violinkonzert war das. Ich könnte mir sowas ja stundenlang anhören, aber wir sind durch für heute. Und in der Zwischenzeit könntet ihr ja schon mal zum Beispiel im Internet euch ein kleines Trickfilmvideo über Paganini anschauen. Das haben wir selber gemacht, selbst gezeichnet und so, selbst zusammengebastelt. Und da seht ihr, was der Paganini macht, als ihm vor Publikum seine ganzen Geigenseiten reißen. Da hat er dann eine super Idee, was ihm da einfällt. Könnt ihr euch angucken. Da geht er einfach auf br.de/kinder, dann rechts auf Doremikro klicken und dann so ein bisschen runter scrollen und dann kommt dann das Video und dann kommt auch noch der Link zu unserem Komponistenlexikon. Da könnt ihr auch noch ein bisschen was nachlesen über Paganini, Bach, Beethoven, Mozart, keine Ahnung. Schaut es euch mal an. Fehlt noch irgendwas, Elvis? Ja, verabschieden, Alex. Du musst dich doch noch verabschieden. Stimmt, ja. Ciao. Ja. Ciao, Leute.